Technik, Fahrzeugen und. Endlich ist Urlaub. Kann man mal wieder ein bisschen was beschicken. Und ein weiteres Ding, was ja auch viele mal ansprechen, ist zum Beispiel die Tech-Pullis. Bringen die was im Gegensatz zu den Original-Vario-Rollen? Und da ich auch immer schon vorhatte, mir welche einzubauen, um das sogar zu testen, die Teile habe ich jetzt zu Hause liegen und wollte jetzt eigentlich erstmal gucken mit den Drehzahlen, mit dem Anfahren. Bisschen Gefühl für kriegen, was sich überhaupt tut, und da werde ich nachher nach dieser Testfahrt hier, sag ich mal, die Tech-Pullis einbauen und danach noch mal raus, um mal überhaupt mal zu wissen, wo sind die Unterschiede, bringt das nun wirklich was oder ist das irgendwo ein bisschen, naja, Einbildung will ich nicht sagen, aber ja, ein anderes Gefühl vielleicht. Das will ich heute selber mal feststellen, weil es ist ja tatsächlich so beim Anfahren, dass du teilweise dieses Rupfen hast. Ne, teilweise auch ein bisschen die Vibration, ob das nun an den Pullis liegt, denke ich gar nicht mal. Sind ja wie gesagt auch teilweise die Reifen mit. Eigentlich mal nur wegen dem Gefühl, mal gucken, was bringen die Teile überhaupt. Weil ich habe das ja bei den anderen Vario-Rohren gesehen, ich habe jetzt ja schon neue drinne, die sind jetzt auch noch nicht so lange drin, anderthalb oder 2000. Die anderen waren ja schon leicht abgekantet, da hatte ich ja auch schon mal ein Video zu gemacht. Und habe gedacht, jetzt probiere ich mal die Tech-Pullis aus, um einfach mal zu gucken, wie verschleißen die, wie sind die vom Fahrverhalten her und das wollte ich heute mal testen. So, jetzt zum Beispiel 50 km/h haben wir beim Rollen 4000 Umdrehungen. Ja, 4000 hält er ihn. Ich meine, rein von der Logik her, wenn die wirklich so diese selbstschmierende Eigenschaften haben und wirklich, ich meine, das ist ja alles ziemlich glatte Gleitfläche. Vom Prinzip her sollte das tatsächlich gleichmäßiger vonstatten gehen, dass sich die Steigscheibe dementsprechend gleichmäßig rausdehnt. Im Gegensatz zu den Rollen. Wie gesagt, wenn eine so ein bisschen verkantet ist, beziehungsweise so eine leichte Kante hat, das ist klar, dass sie nicht mehr ganz gleichmäßig sich dann nach außen bewegen. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sich die Tech-Pullis da gleichmäßiger, na, abnutzen sollen sie sich ja nicht, aber gleichmäßiger verhalten. Und da bin ich endlich mal gespannt drauf. Da habe ich die, wie gesagt, zu Hause liegen, baue sie nachher ein zwischendurch und dann fahren wir nochmal. Ich meine, die Originalen, die fühlen sich schon, wenn du am Rollen bist, fühlen sie sich schon ziemlich gleichmäßig an. Da gehen sie auch ziemlich gleichmäßig hoch, also dass sie die Steigscheibe nach oben bewegen. Das ist ja, wie gesagt, überwiegend beim Anfahren merkt man das, dass er beim Gas geben, sobald er die Kupplung fasst, dass er dann nochmal sich rupft. Und ja, da ist schon ein kleiner Versatz drin, das merkt man. Und das hört man ja auch immer wieder von anderen Leuten, die dementsprechend sich diese Tech-Pullis einbauen und
dann auch, ja, auch begeistert sind. Und das möchte ich ja selber jetzt auch mal feststellen. So, jetzt haben wir bei 60 knapp über 4300. 4,5. Ja, 4,5. So, wenn ich jetzt beschleunige aus dem Stand. Ja gut, jetzt wie gesagt sind die Rollen relativ neu. Ich meine, es geht eigentlich. Ne? Also ich habe das bei den alten Rollen, habe ich das auch öfters gemerkt, dass er so ein bisschen Versatz hatte. Und die haben nur eine leichte Kante gehabt. Und weiß ich nicht, wie das bei den anderen Rollerfahrern ist, wie die Rollen da aussehen, bevor sie die Tech-Pullis ausbauen oder auswechseln. Also vom Preis her tut sich da ja auch nicht viel, ob man die Original-Vario-Rollen hat vom Piaggio oder die Tech-Pullis. Das sind, glaube ich, nachher 15 Euro mehr für die Tech-Pullis. Das macht den Kohl nun auch nicht fett. Ja, aber vielleicht, ja, mal sehen, vielleicht gibt es ja eine nette Überraschung vom Fahrverhalten her. So, dann haben wir jetzt bei 80 5200 52 bis 53. Also ich spreche das jetzt mal rein hier, damit ich das nachher ein bisschen leichter habe beim Auswerten. Mit den Originalrollen 5300 bei 80. Weil ich würde ja eigentlich gerne mit der Drehzahl ein bisschen weiter runterkommen. Hab nun anstatt den, die 14 Gramm Gewichte, die originalen 14 Gramm Gewichte, die 12,5, die Tech-Pullis genommen. Weil das so vorgegeben ist, so 10-15% leichter. Und jetzt habe ich gerade gelesen, dass man die leichteren eigentlich mehr nimmt, wenn man viel zu zweit oder in den Berge fährt und ansonsten so um die 5% runtergehen sollte. Ja, und 5%, da wäre ich ja irgendwo bei, ja, zwischen 13 und 14, also 13 und 13,5 Gramm. Ja gut, aber wenn die jetzt nachher wieder von der Drehzahl höher gehen, dann werde ich mir nochmal etwas schwerere holen. Ja, das ist natürlich auch nachher schwer abzuwägen. Was ist nun anders, wenn die Unterschiede nicht zu groß sind? Denn normalerweise müsstest du immer von hin und her springen, zwei Roller nebeneinander und immer hin und her springen, um da zu gucken, ob sich da was geändert hat. Es sei denn, die Unterschiede sind doch ein bisschen größer als gedacht. Und gut, dann kann man so ein bisschen abwägen für sich selber. Okay, das ist besser. Dann werde ich gleich nach dieser Einfahr- oder dieser Proberunde hier werde ich dann mal die Dinger einbauen schnell. Und dann sehen wir weiter. Ja, an dieser Stelle auch nochmal gute Besserung und alles Gute an den Moped-Fan Kai, der ja so ein kleines Unglück hinter sich hat mit seinem Roller. Hier ist leider momentan ein bisschen außer Gefecht gesetzt ist. Ja, einmal so ein bisschen unachtsam und schon ist es passiert, ne? Und dann hat man damit zu tun. Und das ist wahrscheinlich auch ein bisschen länger, so wie das aussieht. Aber wie gesagt, Kai, dir alles Gute, falls du das sehen solltest. Das wird schon wieder und dann geht das wieder weiter, ne? Jo, so und um diese Teile geht das hier. Die kommen in so einen kleinen Lücken. Ich habe jetzt hier Dreck an der Hand. Ja.
in so einem lütten Päckchen kommen die an. Steht dann auch drauf, Größe 21,17, 6 Stück, 12,5 Gramm. Original sind die 14 Gramm. Rollen drinne. Da ist schon ein Bild, wie die aussehen. Dann haben wir hier, für die Leute, die sie noch nicht kennen oder überhaupt gar nicht wissen, dass es überhaupt sowas gibt. Was sind denn... Das soll so ein... Die sind halt so ein bisschen abgeeckt. Und die laufen nachher hier auf diesen... Auf dieser Kante läuft nachher die Steigscheibe. Und die sollen natürlich, wenn sie rausfahren oder... die bleiben halt so in dieser... ja, in dieser Steigscheibe, sag ich mal, beziehungsweise in der Riemenscheibe bleiben sie so drinnen und die rollen nicht mehr oder die, wenn sie verkantet sind, die bleiben halt immer gleich in derselben Position und verschleißen auch dementsprechend gleichmäßig, falls sie überhaupt verschleißen. Ja, und so sehen die aus, davon 6 Stück. Die werde ich nachher mal einbauen. Und da bin ich echt mal gespannt, weil die sind aus einem Nylon-Material, sollen selbst schmierend sein, sagt man, und sollen halt so gut wie gar nicht verschleißen. Und da bin ich wirklich mal gespannt drauf. Ja, das sind die. Für die Leute, die sowas noch nicht kennen, die halt nur die runden Rollen kennen oder überhaupt gar nicht wissen, wie das funktioniert, da kommen die dann rein. Ja, und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ne? Das wird nachher eingebaut und dann muss man halt das Fahrverhalten. Also hat eigentlich grundsätzlich müsste man das nicht machen, aber ja gut, manche stören sich halt dran, dass dann halt ein bisschen Versatz ist und am Anfang so ein bisschen rupft. Passiert nun auch nicht unbedingt was mit, aber es ist natürlich schöner, wenn es alles schön gleichmäßig funktioniert mit dem Anfahren und schön geschmeidig ist alles. Bin ich selber auch für und deswegen habe ich mir die auch besorgt, um die mal einzubauen und ja, alles weitere sehen wir dann. So Freunde, wie bereits erwähnt, wollen wir heute die Tech-Pullis einbauen. Bin ich jetzt hier in meiner Werkstatt. Und da ich schon ein Video gedreht habe, wo wir alles im Detail abschrauben, um die Variomatik freizulegen und die Kupplung, mache ich da ich alles im Schnelldurchlauf. Also bis hin zur Variomatik, um die Tech-Pullis rausziehen und wieder einzusetzen. Wir brauchen Werkzeug und zwar folgendes: einmal T30 Torx, eine 8er Nuss. Dann haben wir, glaube ich, einen 5 mm Imbus für diese kleine Verkleidung hier. So, die sind mit der 8er. Das sind nur 3 Schrauben. 1, 2, 3. Hier unter sind nachher, glaube ich, 3 5 mm Imbus. Hier haben wir für den Luftfilter T30 Torx jeweils eine. Und hier oben noch ein Kreuzschlitz. So, dann machen wir diesen Schnelldurchlauf, einmal alles abbauen. Achso, und unter dieser Kunststoffverkleidung ist ja das Metallgehäuse für die Variomatik. Da sind nochmal 7 Schrauben, die mit der 8 mm Nuss geöffnet werden. So, und dann, wenn wir da angekommen sind, dann schalte ich wieder auf normal. Okay, dann geht's los. Hier unser Blockierwerkzeug und die 19er Nuss, um die Kupplungsmutter zu lösen. Und das machen wir jetzt. So, das war schon.
haben wir die Kupplungsmutter und eine Scheibe. Scheibe kann man wieder verwenden, die Kupplungsmutter, die nehmen wir natürlich neu. Dann können wir jetzt theoretisch schon das ganze Metallgehäuse runterziehen, dafür einen kleinen Schlag mit der Handfläche auf die. So, schon haben wir die runter. So, und dann sind wir jetzt so weit, dass wir schon die Mutter von der Variomatik lösen können. Da haben wir auch unser Blockierwerkzeug für. Wenn wir mal hier so ein Distanzstück, eine Schraube. Dann setzen wir einfach hier, gibt es eine Vorrichtung, setzen wir einfach das Teil an. Ich nehme immer hier oben die Schraube. Jetzt kann man die reindrehen. Dann nimmt man sich wieder so einen 5er Torx. Macht die fest, auch nicht zu fest, aber handfest. Darauf achten, dass das Blockierwerkzeug in den beiden Nuten ist, dass es da schön gerade drin sitzt. So, jetzt nehmen wir wieder unseren 19er. Am besten, ich nehme mal so eine alte einen alten Drehmomentschlüssel, weil du doch ein bisschen mehr Hebel hast. Setzen wir den an und drehen die Schraube los. Dann haben wir die von der Variomatik, auch eine 19, das sind die gleichen Schrauben wie von der Kupplung. Passt auch hier rauf. Nehmen wir natürlich auch wieder eine neue. Darunter befinden sich dann zwei Unterlegscheiben. Einmal eine Federscheibe, die ist leicht gewölbt, die muss auch wieder so rauf. Die ist nach innen gewölbt. Und dann haben wir noch eine, Passscheibe, Unterlegscheibe, die ist gerade, am besten so hinlegen, dass er die auch wieder so rauf tut. Natürlich da die neue Mutter mit zu. So, dann können wir unser Blockierwerkzeug schon wieder lösen. Dann haben wir die Variomatik schon mal so weit frei, dass wir die Kupplung und Variomatik abnehmen können. Und mehr ist das nicht. So, das war's schon. Okay, jetzt Werkzeug weggelegt. Dann können wir hier schon unsere Scheibe runternehmen. Die Riemenscheibe. Die sieht noch in Ordnung aus. Die ist auch relativ neu. Die hätte ich schon mal neu gemacht, weil die andere leicht eingelaufen war. Hier ist noch eine Scheibe. Die muss dann nachher auch wieder so rauf. Bitte nicht vergessen. Die legen wir uns daneben. So, und dann kann eigentlich der Riemen mit kompletter Kupplungseinheit schon runtergenommen werden, dass wir dann hinten die Variomatik-Riemenscheibe und die Steigscheibe inklusive der Rollen rausnehmen können. Also erstmal hier einzeln natürlich die Kupplungsglocke, die können wir runternehmen. Dann die Kupplung runter mit Riemen, legen wir alles beiseite. Im Detail habe ich das ja schon in einem anderen Video erklärt. Wenn ihr Lust habt, guckt da gerne rein. Wenn ihr es genau wissen wollt, wie das alles auseinandergeht mit dem Metallgehäuse und der Kunststoffabdeckung, das ist alles da genau beschrieben. Und hier sind wir so weit, dass wir jetzt halt die Variomatik schon inklusive dieser Hülse, die Gleithülse, mit rausnehmen können.
So, dann haben wir, wie gesagt, hier unsere Rollen. Die nehmen wir einfach raus. Die waren ja auch schon mal relativ neu. Die werde ich auch behalten, falls ich die nochmal wieder einbauen sollte. Die sind noch schön rund. Mal ein bisschen sauber machen. So, dann kommen jetzt unsere Tech-Pullis. Die nehmen wir dann halt so, dass diese Feder da oben, das ist so eine Art Feder, die kommen nach außen und diese Kanten hier, diese Eckfedern sozusagen, die kommen halt nach oben, die Feder nach außen. So machen wir das mit allen Federn nach außen. Auch wieder Feder nach außen, passen dann auch nur so rein. Andersrum gehen sie schon gar nicht, weil diese Federn in die Führung gar nicht reinpassen. Hier auch wieder Feder nach oben oder nach außen. Feder nach außen. Und Feder nach außen. So sieht das Ganze dann aus. Die laufen dann halt hier oben an diesen Federn, dass man das so sehen kann. Da läuft halt diese Steigscheibe drauf, beziehungsweise diese Scheibe mit den Gleitschuhen, die kommt da gleich andersrum darauf. Die Führung. Dann kann das schon wieder zusammengebaut werden. Mehr ist das nicht. So, dann machen wir unsere Scheibe wieder hier rauf. So, dann haben wir die drinne. Dann kommt jetzt unsere Gleitbuchse wieder rein. Und dann setzen wir das Ganze wieder, so wie wir es zusammenhalten. Dürfen wir jetzt hier nicht raufdrücken auf diese Gleitbuchse, wenn wir es reinschieben, dann fällt sie hinten raus. Am besten, wenn man schiebt, hier so halten, dass es gleichmäßig reinrutscht, dann dürfte hinten eigentlich nichts passieren. Da ein bisschen drauf achten bitte, dass es alles so ziemlich zusammen bleibt, sonst verrutschen die Tech-Pullis da drin. Ne? Schieben wir die einfach wieder ganz normal auf die Verzahnung rauf. So, dann kommt jetzt wieder unsere Kupplung. Dann legen wir natürlich den Riemen wieder rauf. Und auch hier, wie ich schon beschrieben hatte, die Pfeile nach vorne, also in Laufrichtung. Beziehungsweise, dass man die Schrift lesen kann. So rum kommt er rauf. Dabei natürlich die Riemenscheibe vorher schon zusammenziehen, dass der Riemen da reinfällt. Dann liegt er hier vorne drauf, dann kann das Ganze wieder reingeschoben werden. Dass wir hier wohl einen vornischen Platz haben. Dann geht's weiter. Unsere Unterlegscheibe. Die einzelne, die wir vorhin hatten. Die hierauf kommt. Und natürlich die gereinigte Riemenscheibe. Mit dem Lüfterradnertau nach außen. Die ist verzahnt, dass sie sauber drauf geht. So. Und dann haben wir die schon mal drauf. Anschließend natürlich unsere beiden Unterlegscheiben. Hier ist diese flache, gerade etwas größere. Und dann diese Federscheibe mit der Wölbung,
Wenn man die genau anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die ist nach außen leicht gewölbt, also die äußere Wölbung nach außen. Und die neue Mutter, die 19er. Da wieder das Blockierwerkzeug fest. So, mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festschrauben. Und dann können wir schon wieder das Kierwerkzeug entfernen. So, und jetzt drehen wir nochmal. Den Riemen auf Spannung. Dass sich die Kupplung hinten mitdreht. Das tut er. Und dann ist das soweit zusammen. Jetzt kommt natürlich unsere Kupplungsglocke noch auf. Ja, so, dann ist die drauf. Da geht es in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen. Wie gesagt, Metallgehäuse rauf. Dann die Unterlegscheibe mit der neuen Mutter. Vorher natürlich das Gehäuse verschrauben mit den 7 Schrauben. Da bitte aufpassen, dass ihr die Schraubenlöcher freilasst für das Kunststoffgehäuse. Ja, und dann werde ich das wieder auf schnell stellen jetzt und wie gesagt, wieder zusammen. Wenn ihr im Detail sehen wollt, wie das zusammenpasst nachher, dann könnt ihr auf dem anderen Video, das mit der Variomatik von mir, da ist alles im Detail nochmal beschrieben. Jetzt haben wir die Zechpullis drin und der erste Eindruck kann ich schon mal sagen, ist also wirklich, also erstmal wesentlich ruhiger, viel gleichmäßiger vom Anzug her und ja, also auf jeden Fall nichts Nachteiliges zu sagen. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass die Drehzahl jetzt bei den 12,5 Gramm Gewichten ist so, ja, ob es bei 50, 60 ist, immer jeweils so knappe 500 Umdrehungen höher. Ich hatte schon mal eine Probefahrt gemacht damit, allerdings ging das Mikrofon nicht und musste alles nochmal neu aufnehmen. Und das, beziehungsweise das ist das, was ich jetzt gerade drehe. Und auf jeden Fall war schon mal festzustellen, dass wir oder dass ich im Gehäuse, also in dem Vario-Gehäuse, keine Abnutzung habe, also da schleift nichts. Ich
weiß jetzt nicht, ob der Riemen schon so weit gestiegen ist, dass er irgendwas schleifen könnte. Höchstgeschwindigkeit bin ich noch nicht gefahren. Allerdings würde ich jetzt das nächste Mal, also wenn ich die nochmal wechseln sollte, 13 oder 13,5 anstatt die 14 Gramm Gewichte nehmen. Weil ich eigentlich doch eher so bin, lieber ein bisschen weniger Drehzahl. Ansonsten vom Fahrgefühl, von der Beschleunigung auf jeden Fall verbessert. Soweit kann ich das sagen. Ich habe ja bei der Vortour, also bei der Fahrt mit den normalen Rollen, auch schon mal die Drehzahlen festgehalten. Und da bin ich auf jeden Fall jetzt schon drüber. Das konnte ich jetzt bei der ersten Probefahrt schon feststellen, dass ich, glaube ich, bei 50 war ich, glaube ich, bei 4.500 Umdrehungen mit den Rollen. Und mit den Tech-Pullis bin ich jetzt bei knappe 5.000, also knappe 500 Umdrehungen höher. Deshalb wären für mich jetzt, gerade hier im Flachland und da ich immer alleine fahre, eher die schwereren Tech-Pullis angesagt. Also, wie gesagt, 13 oder 13,5. Auf 14 werde ich wohl nicht gehen, aber die nächsten werden wohl die 13,5er sein. Dass ich ein wenig von der Drehzahl runterkomme. Ja, ich hatte sonst immer so ein verkabeltes Mikrofon hier dran, was eigentlich von dem Ton her sehr gut war. Und habe mir jetzt Wireless Mikrofon geholt. Also das sind so eine kleinen Knöpfe, die man überall so rein mit Magneten oder halt mit Klemmen kannst du überall ranstecken. Sind also wie ein 50 Cent Stück, etwas größer und halt mit Magnet, und die kriegst du überall unter. Ja, da hatte ich auch schon ein paar Tests mitgemacht, die ich natürlich nicht festgehalten habe in dem Sinne, aber das so auf den ersten Blick ganz rüber kam. Ich muss auch ein bisschen mit der Lautstärke, die kann man hier verstellen, da muss ich noch ein bisschen mit experimentieren. Aber es ist wesentlich angenehmer ohne diese Kabellage. Also man nimmt einfach den Helm ab und braucht nicht mehr lange auf die Kabel achten oder alles abstöpseln. Ist alles sehr gut untergebracht, also da bin ich echt begeistert von. Naja, jetzt geht es ja erstmal um die Tech-Pullis. Wie gesagt, ihr habt jetzt ja gesehen, wie die eingebaut werden oder wie die aussehen, für die es noch nicht kannten. Es ist einfach so, man kann es einfach so sagen, dass die Tech-Pullis also vom Fahrverhalten her wesentlich angenehmer sind. Da muss man halt für sich selber wissen, will ich mehr Beschleunigung, will ich ein bisschen die Drehzahl runter haben. In den Bergen werden natürlich 12,5er gut. Ich glaube, bis 12 kann man runtergehen mit den Dingern. Und wenn man hier nur wie ich jetzt im Flachland fährt und überwiegend alleine, da geht man dann doch lieber über die 13 Gramm. Dass man ein bisschen mit der Drehzahl runterkommt, wie gesagt. Ja, und dieser Durchzug beim Beschleunigen, also der ist gut. Die neuen Rollen, die ich drin hatte, die waren auch nicht schlecht. Also das ist jetzt kein gewaltiger Unterschied, aber insgesamt gesehen sind die gleichmäßiger. Du hast auch ein besseres Ansprechverhalten beim Gasgeben, weil die halt nicht mehr diesen Widerstand in der Steigscheibe haben, weil wenn sie rollen, dann haben sie irgendwo immer ein bisschen Reibung. Was du natürlich bei diesen nicht hast, weil die gleiten mehr. Die gleiten mehr nach außen. Laufen nicht entgegengesetzt dann die Steigscheibe hoch. Und daher ist das einfach Ansprechverhalten wesentlich gleichmäßiger und auch effizienter. So habe ich das jetzt im Gefühl auf jeden Fall. Ja, um das genau zu testen, dann müssten wir natürlich einen ausgiebigen Test machen. Also erstmal die Rollen wieder einbauen und dementsprechend alle Drehzahlen bei den jeweiligen Geschwindigkeiten festhalten. Anfahrdrehzahl, also habe ich auch schon gesehen, dass es hier auch leicht höher. Das sind knapp 3000 anstatt 2,5. Also hat sich alles so um ca. 500 Umdrehungen verschoben. Es ist ein schönes Fahren, aber das ist mir, also ich, wie gesagt, das ist was für Leute, die gerne sportlich fahren, gute Beschleunigung haben wollen.
Endgeschwindigkeit kann ich jetzt noch nicht sagen, was das da, ob das was ausgemacht hat. Das müsste man da sehen. Ich kann euch nur sagen, jetzt bei der 300er hier 12,5 Gramm anstatt die 14 Gramm kommt ihr mit der Drehzahl ungefähr 500 Umdrehungen höher. Nur schon mal als Tipp, falls ihr nicht wisst, welche ihr nehmen sollt, weil das wird ja auch vorgegeben von Dr. Pulli, dass ihr da bestimmte Größe nehmen sollt. Denn die passenden Gewichte werden in dieser Liste ja zum Beispiel bei diesen 300er HPE vorgegeben mit 12 und 12,5 Gramm. Wenn du 13 Gramm anguckst, dann bist du schon wieder im schwarzen Feld. Das heißt, die sind dafür nicht empfehlenswert. Was natürlich nicht heißt, dass man sie nicht nehmen kann. Also sie sind ja aufgefüllt, man kann sie nehmen, aber die sind dann nicht mehr empfehlenswert. Also das ist, es wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Liste eher was für die sportlichere Fahrweise ist. Unabhängig natürlich jetzt von da, in welchen Gefilden man sich befindet. Das sollte man für sich selber ausprobieren, was einem am besten gefällt. Will ich mehr Drehzahl, bessere Beschleunigung? Will ich ja auch beim Gas geben, bei der Elastizität ein besseres Ansprechverhalten? Das kann man jetzt auch so pauschal nicht sagen. Also wie gesagt, das vom allgemeinen Fahrverhalten her ist es, wie gesagt, ruhiger und gleichmäßiger. Das kann ich schon mal so wiedergeben. Das war ja auch die Frage, bringen die Tech-Pullis was? Also meine Meinung nach ja. Muss man natürlich abwarten, wie es nachher aussieht mit dem Verschleiß. Ob das so bleibt, dieses Gleichmäßige, ob sich da noch wieder irgendwas tut im Laufe der Zeit. Ja, Freunde, da würde ich sagen, das war das zu den Tech-Pullis. Wenn ihr Fragen habt, dann wie gesagt, meldet euch gerne. Soweit sollte alles klar sein. Also das Wesentliche jetzt zu diesen Tech-Pullis. Okay, dann haltet die Stellung. Alles Gute für euch. Und noch eine angenehme Zeit. Bis bald. Tschüss.